Ja, hallo. Gestern Abend war das Thema Vorratsdatenspeicherung als Tagesordnungspunkt im Landtag enthalten. Und die Abstimmung, die war sehr interessant verlaufen. SPD, Grüne und CDU haben mit insgesamt 179 Stimmen in einer namentlichen Abstimmung gegen einen Antrag von uns gestimmt, in dem wir gesagt haben, wir bemühen uns auf allen Ebenen und wir fordern die Landesregierung auf, sich auf allen Ebenen gegen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. Lediglich die FDP und die Piraten stimmten für diesen Antrag. Und das heißt, dass er insgesamt abgelehnt wurde. Also die Brisanz dieses Themas liegt sowohl einerseits im Thema selbst, in der Vorratsdatenspeicherung, die ebenso brisant ist, aber andererseits auch letztlich in den Prozessen, in den politischen Prozessen, die sich da offenbaren. Insbesondere interessant für uns war das Abstimmverhalten der Grünen, weil die eigentlich bundespolitisch insgesamt da eine recht eindeutige Haltung haben und auch in der Rede sich recht eindeutig gegen jede anlasslose Vorratsdatenspeicherung positioniert haben. Nichtsdestotrotz haben sie gegen unseren Antrag gestimmt. Man hat gemerkt, mit Zähneknirschen, aber sie haben es eben getan. Wir haben ein Problem damit, ob das einer modernen Demokratie entspricht, wenn diese koalitionären Zwänge, die fraktionären Zwänge so stark sind, dass eine solche Entscheidung dann zustande kommt. Und wir fragen uns auch, ob das überhaupt dem Willen der Bürger dann so noch entspricht. Ich fürchte, dass genau das, diese Art von Politik, eigentlich einer der Hauptgründe dafür ist, dass Menschen Politik verdrossen werden hier. Also wir persönlich haben den Ansatz, Themen in den Vordergrund zu stellen. Deswegen würden wir solche strikte Bündnisse auch nicht eingehen. Für uns wäre es am wünschenswertesten, wenn man für Themen Mehrheiten schafft, wenn man also innerhalb eines Parlaments auch dafür sorgt, dass Themen Mehrheiten bekommen. Und diese Politikstil versuchen wir eben zu erreichen, indem wir eben auch unsere Themen in den Vordergrund stellen und politisch formulieren, ganz klar, und da eben eine Positionierung einfordern. Wir fanden insbesondere interessant in dem Zusammenhang, dass dieser Antrag, den wir da verwendet haben, nahezu wortgleich aus dem schleswig-holsteinischen Landtag stammt, wo er von SPD, Grünen, dem SSW und den Piraten gemeinsam eingereicht worden ist und unter anderem auch in dieser Formulierung Bestandteil des Koalitionsvertrages von SPD, Grüne und SSW ist. So gesehen sind die ganzen Vorwürfe, die uns gegenüber diesem Antrag, also in Form dieses Antrages dann vorgeworfen worden sind, eigentlich absurd, denn es handelt sich um einen Antrag, der in der Form eine sehr große Mehrheit in Schleswig-Holstein hatte und es gibt eigentlich im Grunde keinen nachvollziehbaren Grund, warum der für Nordrhein-Westfalen nicht geeignet hätte sein sollen. Gestatten Sie mir noch einige Worte zum Hintergrund der Vorratsdatenspeicherung. Da geht es insbesondere darum, dass Privatsphäre und Unschuldsvermutung durch die Vorratsdatenspeicherung für den zweifelhaften Nutzen einer möglicherweise vorhandenen gesteigerten Sicherheit abgeschafft werden. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung betrifft nicht nur den digitalen Raum, zum anderen auch das echte Leben, schlicht und ergreifend. Wenn man sich im Internet bewegt, soll ja aufgezeichnet werden, wer wann wo welche Seite besucht hat. In der Realwelt wird das durch Speichern der Bewegungsdaten von Mobiltelefonen geschehen, also sprich, da man sich mit dem Mobiltelefon bewegt und das Mobiltelefon sich in unterschiedlichen Funkzellen anmeldet, ist also nachvollziehbar, wo man zu welchem Zeitpunkt war. Und das wird halt ohne Anlass und ohne Verdacht gespeichert. Mit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung ist dann zwangsläufig verknüpft, dass jede elektronische Kommunikation in Zukunft überwacht wird. Die gespeicherten Kontakt- und Bewegungsprofile sind als Verlust der Privatsphäre zu werten und das Abhören von Telefonaten und fremden E-Mails. Wird man sich denn künftig noch trauen, im Internet so seine Meinung zu äußern, wenn man dieses im Hinterkopf hat? Wenn man also sozusagen eine kritische Webseite besucht und weiß, dass dieser Besuch gespeichert wird? Können Journalisten unter diesen Maßgaben ungestört recherchieren? Wie ist es mit der ärztlichen Schweigepflicht und dem Beichtgeheimnis? Auch da wäre nachvollziehbar, wer wann mit wem kommuniziert hat.
Und kann man es sich überhaupt noch leisten, mit einem Mobiltelefon in der Tasche vielleicht auch nur zufällig an einer Demonstration vorbeizugehen? Man wird sicherlich sofort mit dieser Demonstration assoziiert werden. Das wäre ein Abschaffen der Unschuldsvermutung in dem Teil. Aber genauso wichtig ist die Frage, was passiert denn mit den Daten, wenn die in falsche Hände geraten sollten? Was ist mit dem Risiko von Erpressung, was sich daraus ergibt? Auch bei Politikern, gerade bei Politikern. Oder Wirtschaftsspionage, die mit diesen Daten betrieben werden kann. Das Missbrauchspotenzial ist so enorm und mit Datenschutz braucht man in dem Zusammenhang gar nicht kommen, denn Daten sind nirgendwo wirklich sicher, auch nicht bei staatlichen Stellen und auch nicht bei den Datensammlungen der Provider. Wer sich also jeder harmlose Normalo in Zukunft fragen muss, ob er sich gerade verdächtig macht, werden die wirklichen Kriminellen sich natürlich da entsprechende Schutzmechanismen wählen. Es gibt nämlich technische Möglichkeiten, die Effekte der Vorratsdatenspeicherung auszuhebeln, indem man seine Identität verschleiert, indem man zum Beispiel fremde Rechner, gekaperte Rechner nutzt, was das zusätzliche Risiko birgt, dass sich auch noch Unschuldige, die diese Rechner besitzen, in Verdacht, unfreiwillig in Verdacht kommen. Man kann Verschlüsselungen nutzen und ausländische Server benutzen, in denen man raustunnelt. Und schon ist diese ganze Vorratsdatenspeicherung ausgehebelt. Man muss also davon ausgehen, dass man mit diesen Mitteln, die da gemacht sind, höchstens ein paar Dumme fängt und nicht etwa die wirklichen Kriminellen. Also wenn wir uns ums organisierte Verbrechen, um Kinderpornografie oder Terrorismus oder sowas, wenn wir darüber sprechen, die werden sicherlich diese Mittel in Zukunft einsetzen. Gefangen werden kann man mit höchstens ein paar Leute, die da das nicht wissen. Und die Totalüberwachung führt dann dazu, dass die komplette Gesellschaft auf die Art und Weise überwacht wird. Und das scheint uns eigentlich eher der Effekt dieser Maßnahme zu sein. Und nicht zuletzt zu bemerken, diese Form der Totalüberwachung, die wir da einführen, das ist im Grunde genau das, was wir bei der NSA anprangern. Und jetzt sind wir dabei, das auf unserem eigenen Boden einzuführen. Die Vorratsdatenspeicherung stellt für uns den Einstieg in den Überwachungsstaat dar. SPD, Grüne und CDU haben sich gegen diese Bedenken ausgesprochen. Und seitens der Grünen haben wir gehört, wir würden Showpolitik betreiben oder wir würden die Koalition spalten wollen. Abgesehen davon, dass es absurd ist, dass die kleinste Oppositionspartei mit so einem Antrag in diesem Thema das könnte, das wäre jetzt auch eine Frage, wie stabil dann diese Koalition wäre. Den Antrag haben wir ja ganz bewusst kurz und klar formuliert, um eben sich eine Positionierung machen zu können. Der hält eine Handlungsanweisung, eine ganz klare Handlungsanweisung. Das ist keine Show. Wir wollen diese Positionierung damit erreichen. Und man kann den Piraten ja nicht vorwerfen, dass man ihrem Antrag, den sie gestellt haben und der ja wohl im Grunde richtig war, nicht hat zustimmen können aus diesen erwähnten politischen Zwängen. Man hätte gerne gewollt, aber sich nicht getraut. Das ist kaum ein Fehler, den man den Piraten anzulasten hat. Es ist eigentlich nur ein trauriger Versuch, dem Antragsteller die Schuld in die Schuhe zu schieben für die eigene Situation. Wir haben hier eine einmalige Chance gehabt, ein weiteres Bundesland für den Einsatz gegen die Vorratsdatenspeicherung auf allen Ebenen zu verpflichten. Wir werden das jedenfalls auch in Zukunft tun. Vielen Dank.